Ja, jetzt sind wir hier bei einem Raymon Mountainbikes. Was hat sich da getan? Raymon hat sich extrem viel getan. Wir sind ja da absoluter Newcomer, das heißt seit 2 Jahren jetzt auf dem Markt und haben natürlich da viele Erfahrungswerte, wo wir bei Husqvarna sammeln, aber natürlich auch in der Vergangenheit schon hinter uns haben wir hier mit einfließen lassen. Das heißt, auch hier eine komplett neue Plattform gibt es in verschiedensten Ausführungen. Hier stehen wir jetzt zum Beispiel vom Topmodell mit 170 mm Federweg, 27,5 Zoll Reifen. Das Rad würde es aber auch zum Beispiel geben mit 150 mm Federweg und 27,5 oder 29 Zoll Reifen. Also wir setzen hier auch komplett auf Plattform. Das heißt, das Topmodell kann man immer natürlich auch in günstigeren Versionen bekommen. Unterscheidet sich dann immer durch die Ausstattung. Das heißt, hier jetzt das Trailer zum Beispiel 11.0, 10.0 und 9.0 und so geht es weiter dann nach unten, genau. Okay. Und das Trailer 9 wäre dann quasi dann die andere, oder wie? Genau, das ist genau dasselbe Rad, selbe Rahmen, aber was wir hier haben, es ist halt von der Schaltung her zum Beispiel Federgabel. Hier ist eine sehr gute Sandur Luftfedergabel drin. Hier haben wir aber das Topmodell von Fox zum Beispiel und somit tut sich dann der Preis, Preisdifferenz dann zusammensetzen. Was für uns aber wichtig ist, die Plattform ist dieselbe und jetzt hier in dem Fall auch die Batterie wie auch der Motor dasselbe. Wir haben hier den neuen Yamaha Motor drin, BWX2, neueste Generation, geht jetzt in ungefähr 3 Wochen in der Auslieferung. Unwahrscheinlich starker Motor, hat bis 80 Newtonmeter Leistung, das ist wirklich top derzeit, ist eine Geschichte. Und was auch jetzt in jedem neuen Motor von Yamaha ist, ist das Automod. Das heißt, auch hier wird den Kunden sehr, sehr viel Arbeit weggenommen, kann man sagen. Die Unterstützung hat er durch 4 Sensoren, wo dieser Motor hat, immer auf dem richtigen Level gebracht. Somit Sicherheit natürlich und schönes Fahrverhalten. Super leiser Motor, macht richtig Spaß, muss man wirklich sagen. Und mit den neuen großen Akkus mit 630 Wattstunden natürlich auch dementsprechend Reichweite, was man eigentlich alles damit fahren kann. 630 Wattstunden ist das dann, das ist aber kein Yamaha-Akku in dem Sinne, oder? Ist ein zertifizierter Akku, steht auch groß immer Yamaha drauf, powered von Yamaha, ist zertifiziert. Alles andere würden wir nicht machen. Wir schauen immer, was wir System durchgehend machen und der ist von Yamaha zertifiziert. Kann man genauso auslesen mit allem drum und dran, was sehr wichtig ist, wieder vom Handling. Das ist auch ein Simplon-Akku? Das ist auch ein Simplon-Akku, wo der Hersteller ist von der ganzen Geschichte und in Zusammenarbeit zwischen uns, Yamaha und Simplon, war der dann erstellt. Genau. Okay, Raymon Trekking. Trekking, genau. Unsere Tourenlinie, wo wir haben, komplett neue Tourenlinie. Das heißt wirklich Alltagsrad für alle im Bereich, schön zum Nehmen. Gibt es immer als Herrengeometrie, als Damengeometrie oder bei manchen Modellen auch mal als Tiefeinstieg, wo wir wirklich eine riesenbreite Zielgruppe haben und auch vom Preisbereich sehr breit. Das heißt, es geht los bei uns bei 2.199 Euro und endet dann beim Topmodell bei 3.599. Man sieht, man kann, wie der Kunde es möchte, entweder so semi-integrierten Akku ganz normal verwenden oder natürlich auch wieder voll integrierte Akku. Hier setzen wir auf dieselbe Technologie wie beim Mountainbike. Ist auch 630, jetzt 630 Watt wieder drin. Das einzige vom Motor, hier nehmen wir den neuen PWST von Yamaha. Das heißt, der ist ein bisschen reduziert von der Leistung für ein Trekkingrad angepasst. 70 Newtonmeter top, langt locker überall. Aber natürlich auch wieder mit dem Automod, das heißt auch die Unterstützungsstufe kommt wieder sauber dazu, also optimal eigentlich gelöst in dem Bereich. Wichtig vielleicht bei den Trekkingrädern, wir haben beide Reifengrößen noch, die wirklich an Relevanz auf dem Markt spielen. Wir haben einmal 28 Zoll im Einstiegsbereich, bei den besseren Rädern machen wir in der Zwischenzeit überall 27,5 Zoll, weil es einfach super ist für den Kunden, er hat mehr Fahrkomfort, mehr Sicherheit, das ist ganz wichtig. Und natürlich, so ein Rad kann ich ja wirklich alles machen. Ich kann wieder auf die Arbeit damit fahren, ich kann aber auch an Schotterweg, an Waldweg fahren. Ich habe mehr Fahrkomfort, Sitzkomfort natürlich wesentlich besser damit. Und deswegen setzen wir bei den höherwertigen Modellen überall den 27,5 Zoll Reifen von Schwalbe ein. Auf welche Linie kommt der dann, der breitere Schwalbe-Rahmen, der Ballonreifen? Also es geht los bei 2.699 Euro. Da geht es also los, da haben wir dieses Modell. Das 6.0? Genau, das 6.0. Dann gibt es noch das 7.0, was man mit 500 Wattstunden Intube haben oder das 8.0 hat dann
für 3599 mit 630 Wattstunden. Okay, Luftfedergabel, alles quasi. Genau, Luftfedergabel dann drin, natürlich hier auch wieder die hochwertige SRAM-Schaltung, was wir hier drin haben. Also auch das komplette Zubehör ist natürlich dementsprechend angepasst, System-Gepäckträger drauf, also wirklich top gemacht. Beleuchtung, Federgabel, alles drin. Jetzt hatte ich ja letztes Jahr noch das, den PWX-Motor auch in einem Modell drin und hatte, wenn ich es recht weiß, auch noch ein zweites Kettenblatt. Wo ist da der Hintergrund, dass man das sagt, bieten wir nicht an? Machen wir aus einem Grund nicht, weil man einfach sagen muss, erstens mal, der BBST ist so stark von der Leistung her. Beim Trekkingrad, klar, fahre ich da jetzt auch ein bisschen mal Gebirgsstrecken oder sowas, kann ich aber mit der Leistung von den neuen Motoren locker noch machen. Das ist absolut kein Problem. Und da ist auch der Grund für den zweiten Kettenblatt, wo wir es nicht mehr machen. Man muss natürlich sagen, bei so einer hohen Leistung ist auch, tritt relativ viel Verschleiß auf. Wenn ich dann natürlich noch zwei Kettenblätter habe, bei Unterstützung schalte, verschleißt eine Kette relativ schnell auch die Zahngrenze. Und das ist auch wieder Kundenfreundlichkeit, wo wir sagen, wir haben in der Zwischenzeit solche hohen Unterstützungsstufen beim hinteren Ritzel. Also wir arbeiten mit 48 Zähnen im Übersetzungsbereich. Da brauche ich ein zweites Kettenblatt nicht mehr und ist in der Endabrechnung wesentlich günstiger für den Kunden. Der hat alle Übersetzungsstufen, aber er spart sich unwahrscheinlich viel Geld an Verschleiß und Ersatzteilen. Und deswegen ist das der Grund, was der neue Motor gerade mit den Automod, mit den automatischen Unterstützungsstufen, ein zweites Kettenblatt eigentlich keinen Sinn mehr macht. Okay. Wird auch so fast nicht mehr eingesetzt, weil wir da einfach sehen, für den Kunden so eigentlich wesentlich schöner zum Fahren, wesentlich handlicher das Ganze, passt eigentlich viel besser. Ja. Ein Fahrrad ohne E. Genau. Wir vertreten ja immer noch die Ansicht, Räder brauchen wir in allen Bereichen. Das heißt, wir möchten Komplettanbieter sein mit Rayman. Ganz wichtiger Bereich. Das heißt, wir fangen an beim wirklich glänzenden Rad bei uns. Geht bei 12,5 Zoll los. Also ab 2 Jahren kann man ein Rayman bei uns erwerben. Und natürlich die ganzen Formensprachen, die ganzen Techniken, wo wir ein E-Bike einsetzen, die kann man natürlich auch super schön in ein Non-E-Bike natürlich einsetzen. Und auch hier wieder wirklich breite Preisrange. Also es geht bei uns los, Kinderradbereich so 300 Euro. Okay. Richtig im Jugend-Mountainbike so 500 Euro. Und das Ganze endet beim Top-Mountainbike dann bei über 4.000 Euro. Das heißt wirklich, wir haben allen Bereichen, und das geht im Mountainbike genauso wie Trekkingrad, Cityrad, überall drin. Und das ist dieses Jahr neu, dass ihr so wirklich ein breites, wirklich ein gesamtes Spektrum quasi an Rädern anbietet. Genau, wirklich überall dieselbe Designsprache, dieselben Techniken, wo wir einsetzen. Das ist wirklich komplett neu. Man sieht den Rahmen, wenn man jetzt das E-Mountainbike anschaut, das hat dieselbe Rahmenform, bloß natürlich hier haben wir ein normales Tretlager drin, kein Motor, aber grundsätzlich genau dasselbe, weil wir wirklich sagen, wir möchten ja den Kunden alle Möglichkeiten geben und es ist ja nicht jeder, was sagt, ich möchte E-Bike. Es gibt ja auch viele supersportliche Kunden, die sagen, ich möchte so richtig schönes Mountainbike und da einfach Preis-Leistung im Vordergrund. Es gibt es in allen Ausstattungen, es gibt es mit 27er, 29er, alle Rahmengeometrien. Also das heißt, wir können da wirklich die komplette Bandbreite hinstellen. Okay. Ja. Manu, ich weiß nicht, ob du was sagen kannst, aber so, ihr macht ja relativ viel mit Tektor und mit Sandtour. Das sind ja vielleicht Firmen, die unrechterweise vielleicht auch einen schlechten Ruf haben, aber wie kommt das? Also wo ist da der Hintergrund? Der Hintergrund ist einfach, das sind ja wirklich Marken und Firmen, mit denen wir sehr, sehr, sehr lang zusammenarbeiten. Und das sind natürlich immer sehr viel Geschmackssache auch dabei. Also ich würde nie sagen, was ein RockShox der Beste ist oder Fox der Beste oder Sandur. Es sind wirklich jeder für seinen Preisbereich, das muss man ja auch immer sehen. Sandur ist einer der größten weltweiten Hersteller im Federgabelbereich, macht riesen Stückzahlen, funktionieren, sind sicher. Ja. Haben vielleicht mehr ihre Stärke in diesem Mittelpreissegment, wo wir sagen, in einem normalen Mountainbike für 500 bis 1000 Euro. Und dann gibt es natürlich Spezialisten, die wirklich in High-End sind, aber wo man natürlich dann auch merkt, Mensch, das ist eine ganz andere Preisrange. Ja. Und da versuchen wir immer, oder unsere Produktmanager, bei der Konfiguration das so rauszusuchen, wo hat wirklich seins im besten Preis-Leistung. Genau. Und so ist es auch bei den Bremsen. Klar ist ein Shimano, ein Magura, ein SRAM, die haben super Scheibenbremsen, aber auch Dektro ist in dem Bereich zum Beispiel Riesenanbieter, arbeitet mit massiv vielen Herstellern zusammen, weil die einfach da ein gutes Preis-Leistungsgefüge haben. Okay. Und für uns ist wichtiger, lieber habe ich eine sehr gut funktionierende Scheibenbremse vom Dektro, wie teilweise mechanische Scheibenbremsen von anderen Herstellern, wo wir sagen, das kann man gar nicht vergleichen. Das ist so unsere Philosophie dahinter. Jetzt mal noch eine ganz dumme generelle Frage. Ihr habt jetzt dieses Vermarken, Rayman und Husqvarna. Welche Marke spricht welchen Kunden an? Also was eine sind vielleicht eher für wen? Also auch hier versuchen wir natürlich auf die Zielgruppen richtig einzugehen, wo wir einfach sagen, hier im Non-E-Bike-Bereich ist recht einfach, weil wir sagen, wir machen nur Non-E unter Rayman. Also es gibt kein Husqvarna normales Rad.
Das ist einfach eine Entscheidung, wo wir getroffen haben. Beim E-Bike, wo es eine Überschneidung gibt, ist einfach Raymon wirklich sehr fokussiert auf Preis-Leistung, auf Technik, wo die Technik in den Vordergrund geht. Bei Husqvarna ist es komplett anders. Husqvarna ist wirklich, die sprechen für sich, wenn man Rahmenformen, Rahmendesign, ja, den ganzen Aufwand, wo wir treiben, von Lackierung, wo wesentlich höherwertig ist, okay, wo wir uns auch versuchen, gegenüber Markt abzusetzen. Mhm. Es gibt so viele Marken auf ja, der Welt in der Zwischenzeit. Und ich sag mal, Raymon passt da gut mit dazu. Die sind Preis-Leistung super. Husqvarna ist mehr überall nochmal ein Tupfen drauf. Das heißt, Lackierung besser, Rahmenbau besser, Geometrien wesentlich mehr, aber natürlich dann dementsprechend auch in Mittelsegment bis hohen, okay, Segment. Raymon machen wir mehr Einstiegsbereich bis Mittelsegment und dann ist es aber auch in dem, okay, Segment. Top. Nee, dann haben wir, glaube ich, alles super, dann haben wir alles durch. Wunderbar. Ja.